Ja, hallo, und zwar habe ich einfach mal mein USB-Mikroskop reingestöpselt in den Rechner. Und ja, das ging ganz einfach als Videoquelle einzubinden. Ich zeige euch mal kurz das Mikroskop erstmal, damit ihr das schon mal gesehen habt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich, das sind diese kleinen USB-Mikroskope für ein 20er oder so in der Ecke, ne? Ja, die sind ganz praktisch. Da kann man also für Münzsammler ist das ganz witzig. Oder für Briefmarkensammler, für Elektronik, Feinlötarbeiten und so weiter, ne? Oder für Kinder, die können dann da Insekten drunter halten oder Gegenstände des aus dem Alltag, Finger, aber alles Mögliche. Ja, das ging wirklich kinderleicht, das hier einzustellen. Ich zeige euch mal kurz, was ich da gemacht habe. Dazu muss ich erstmal die Maske, erstmal das OBS anmachen, die Maske ausmachen, das USB-Mikroskop ausblenden. So, und jetzt seht ihr hier bei den Quellen, bei den Aufnahmequellen, da habe ich hier USB-Mikroskop, habe ich es genannt. Na, das könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt. Und jetzt seht ihr hier als Gerät habe ich hier ausgewählt USB 2.0 Kamera. So wird es halt vom Rechner ausgegeben. Und dann habe ich aber auch noch hier in der Videokonfiguration, na, Video konfigurieren. Da habe ich dann noch ein paar Änderungen gemacht mit der Helligkeit zum Beispiel und mit dem Kontrast und Sättigung könnte ich ein bisschen mehr machen. Und Schärfe, da darf man nicht zu viel nehmen, sonst sieht es sehr unnatürlich aus. Sieht dann so wie gemalt aus, wenn man es übertreibt. Das ist nicht so schön. Gamma kann man noch ändern. Hintergrund hat keine Bedeutung in dem Fall. So, ja, da habe ich also mein Mikroskop schon konfiguriert und eingebunden. Man muss natürlich, wenn man eine Maske oder ein Overlay, wie man es auf Englisch sagt, benutzt, die Maske muss immer ganz oben sein, natürlich. Ne, also die Maske ist ja das hier. Ich mache mal das OBS wieder weg. Oder nee, doch nicht, damit ich es auch erklären kann hier. Also die Maske, die muss hier in diesem Quellenverzeichnis sind ja sowieso wie so Papierblätter, die übereinander geschichtet sind oder wie Zwiebelschichten oder so ähnlich, könnte man sich das vorstellen. Und das, was zu unterst ist, das wird halt von den oberen verdeckt. Deswegen muss eine Maske immer Transparenzen haben, also Löcher sozusagen, damit die anderen Sachen da durchscheinen können halt, ne? Und was von der Maske halt, jetzt habe ich sie aus, jetzt habe ich sie an, was von der Maske halt übrig bleibt, sind nur die, nur in meinem Fall nur diese, ist nur dieses Gerippe halt, dieses Graue. Ja. Gut, ja, das ist also schon alles. Dann kann das wieder weg und das Mikroskop mache ich wieder an. Dann zeige ich euch nochmal ein paar Sachen hier mit dem Mikroskop. Ja, das ist also ein 50-Pfennig-Stück von 1983. Da kann man jetzt so schön die ganzen Details erkennen, weil diese Mikroskopkamera hat ja auch eine eingebaute Beleuchtung. Hier, das ist die Dame, ne? Auf den 50-Pfennig-Stücken. Da ist die Pflanze, die sie da einpflanzt. Ja, dann haben wir hier noch eine schwedische Münze. Das sind 5 schwedische Kronen. Ich denke, auch für Kinder ist das total spannend, wenn die dann auch ihre Entdeckungen auch dann mit anderen teilen können, ne?
Und es ist ja schon sehr eindrucksvoll, was man da alles sehen und entdecken kann, ne? Diese ganzen feinen Kratzer da. Da ist irgendwie ein Riss oder ein Fussel oder so. Ja, und dann haben wir noch ein Centstück, habe ich hier noch. 1 Euro Cent. 1 Euro Cent. Da sind die Sterne. Ja, und dann habe ich hier auch noch eine SD-Karte. Da sieht man die Goldkontakte. Da sind sie. Goldkontakte. Kann ich auch noch mal scharf stellen. So, ne? Man hat halt in diesen Bereichen einen sehr geringen Schärfebereich. Diese Halterung ist nicht so stabil, die verstellt sich halt schnell. Das ist die Plastikoberfläche, die raue. Und ja, und das hier ist der Schreibschutzschalter. Das kleine gelbe Ding. Wenn man das da hochschiebt, ist der Schreibschutz an. Ja, und so weiter, nicht? Also da kann man ja alles Mögliche auch, was man so findet, vielleicht ein totes Insekt oder so. Oder was weiß ich, ne? Ein Stück Pflanze. Einfach mal gucken, wie das so aussieht, ne? Ja, und cool, dass man das in OBS so direkt einbinden kann. Das finde ich ja echt grandios. Republik. Jo, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Ich wollte euch das nochmal kurz zeigen. Ich war ganz begeistert. Und ja, dann vielleicht findet ihr ja auch noch irgendwas, was ihr reinstöpseln könnt in euren Rechner und dann in den OBS darstellen könnt. Und ja, viel Spaß beim Experimentieren. Bleibt gesund und guter Dinge und bis bald.